Hallo Leute, und ich wollte euch mal zeigen, wie man einen Mod installiert bei Star Wars Battlefront 2. Ich mache ja die Mod Map, nehme sie auf, also werde ich euch jetzt mal zeigen, wie man so ein Ding auch installiert. Also erst einmal zeige ich euch die verschiedenen Arten von Mods, Star Wars Battlefront hier. Jetzt gibt es die Skin Mods, das wären die hier. Die hier oben. Die installiert man folgendermaßen, man öffnet sie erstmal. Und jetzt seht ihr, der 212 Skin Mod ist nur für die Republik. Dann der Bloody Times. Der ist für alle verschiedenen Klassen. Und dann gibt's noch den Chaos Mod und den Fangs Mod. Ich mag den Fangs Mod sehr gern. Deshalb installiere ich den jetzt mal. Man nimmt diese Datei hier, kopiert sie in das Laufwerk, wo man Star Wars Battlefront hinkopiert hat. Bei mir ist das Programm x86, dann LucasArts, Star Wars Battlefront, Game Data, Data, LVLPC, Site, einfügen, kopieren und ersetzen. Es ist aber, bevor ihr das auch wirklich macht, sehr, sehr wichtig, all die Originaldateien hier zu speichern. Weil wenn man die nicht mehr hat, dann hat man echt ein Problem. Fortsetzen. Jetzt habe ich einen Mod installiert, der Fangs Mod. Dazu gibt es ein sehr gutes Video von 212 Attack Battalion. Ja, jetzt wisst ihr, wie man Skin Mods installiert. Dann, wie man den hier wieder rauskriegt, das ist ganz einfach. Gehe ich zu Downloads, da aus Battlefront. Da habe ich die Originaldateien gespeichert, den Side-Ordner. Kopiere das hier mal alles, um ganz sicher zu gehen. Vom x86, LucasArts, das Battlefront, Game Data, Data, LVPC, Side, einfügen, dann jedes Mal hier drauf. Ja. Dann fortsetzen. So, jetzt müssen wir die 10 Elemente hier rüber kopieren. So, gut, das war jetzt ein normaler Skin-Mod, installiert und wieder deinstalliert. Jetzt, wie man eine Mod-Map installiert, das wären dann hier die Mod-Maps oder die Mod-Maps, die man für ein Clan-Event von uns braucht. Die Zombie-Mod-Map finde ich nicht schlecht. Es gibt auch die mit Setup, der kann man sich das Ganze sparen, aber für eine normale Mod-Map gilt den Ordner hier, die Bespin 2 Ordner, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich versuche mal hier, ja, den Core Streets, dann nimmt man diese Datei hier, nicht das README, sondern die andere, kopieren, wieder zu ASAC, Programm x86, LucasArts, Star Wars Battlefront 1, Gain Data, aber diesmal nicht auf Data, sondern auf Add-on, dann einfach einfügen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das Ding hier schon. Ja, ihr seht, ich habe nicht wenig Modmaps. Ja, das war's dann eigentlich schon. Viel einfacher geht's nicht mehr. Hoffe, es hat euch gefallen.